Ho, 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 ho. 11. Dezember, 11. Tor wird aufgemacht. Wo ist die Zeit hin, oder? Ja, und was machen wir jetzt? Liebe Leute, das sind 2 Messersets. Also, das sind wirklich Supermodell SDWDS 288. Ja, das habe ich abgelesen, dann bin ich auch so flüssig. Ich glaube, das ist die, okay. Was willst du jetzt, Elf? Das Set ist wirklich super. So. Ist 14-teilig? Ja. Und wie ihr das Video, wie ihr das Messerset gewinnen könnt, schaut euch erstmal das Video an und dann wird meine Elfe, dafür habe ich ihn extra geholt, wird euch das erklären, wie. Genau, viel Spaß mit dem Video. Oh, Leute, warum muss ich das alleine machen? Du sag mir mal, warum muss ich das alleine machen? Das ist ein Elfe. Ach so, Rudolf. Oh. Ja. Ja, da kannst du nicht einfach so anfangen, dann fällt er auseinander. Oh. Warte, ich nehme mal die Vase weg. Ja, wäre schön. Oh. Bin ich schon unten? Ja, was du. Ja, liebe Leute, ja, viele sagen sich ja jetzt, oh, künstlichen. Ja, wir haben künstlichen. Warum? Warum haben wir einen künstlichen? Weil wir hier Kaminanlage haben und wir haben das letztes Jahr gesehen, die Hitze vom Kamin, das kann er nicht ab. Der Nadeldruck zuckt trotz Wasser unten drin und alles. Dann haben wir alles hier grün. Weißt du, dann hast du da 2-3 Tage und dann ist der hinüber. Oh, nicht schwer. Wir haben auch seit ein paar Jahren künstlichen. Also ich finde das gar nicht schlecht. Ja. Es kann, was ich jetzt noch nicht gekauft habe, du kannst so ein Spray holen, dann kannst du nach Tanne einsprühen. Also so Schneespray meinst du? Nee, Schneespray nicht, da gibt es wirklich Aroma. Also das heißt, du kannst jetzt Kieferduft reinkriegen, indem du ein Kieferspray holst. Das ist so ein Wunderbaum fürs Auto. Ja. Was hast du denn am Hals? Bitte? Du hast dich hier bekleckert. Ich habe ja noch Himbeer-Dings. Aber dann merkt man nur, dass es sehr lecker war. Da ist er wieder! Da ist er wieder! Wie macht ihr das? Schmückt ihr einmal komplett rum oder nur da? Nein, ich tue jetzt komplett rum. Ich nehme das hinten auseinander. Ja. Einiges ist jetzt komplett fertig. Also du musst mir sagen, was ich machen soll, bevor Sabine mich hier auf links dreht, ne? Ja. Die dicken nach unten, die 2 dicken in die Mitte und die kleinen nach oben. Jo, ist klar, so. Nee, das ist auch Kunststoff, ist das, glaube ich, ne? Nee, das ist Glas. Also das heißt für dich? Aufpassen, weil der feine Herr Tesch hat nur die teuren Sachen. Na, was denn Quatsch ist das schon wieder? Nein, aber ich habe hier eine begabte Hand dafür. Dass du was fallen lässt? Ja, das hast du ja gerade schon alles erlebt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen heute. Nee, nee. Benutzt ihr jedes Jahr die gleichen? Oder? Nein, wir haben dieses Jahr neue Kugeln geholt. Mhm. Wir haben letztes Jahr Gold gehabt. Mhm. Und da waren wir letztes Jahr. Echt Gold. Waren wir in so einer Ausstellung, Weihnachtsausstellung. Und da ich die gesehen habe, zu meinem Schatzi gesagt, wollen wir nicht mal weiß nehmen. Ich finde die so schön. Und jetzt machen wir mal einen weißen Baum. Was würde denn passieren, wenn wir eine Kugel fallen lassen? Ja, dann hast du vielleicht Kopfschmerzen die nächsten Tage. Ich hab Schweiß aus. Oh, ich hab gerade auch Schweiß ausbedingt gekriegt. Ich dachte, jetzt ist vorbei. Weißt du? Die erste Kugel. Dann nicht einmal benutzt und bam. Ich mag schon nichts mehr machen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es doch besser, dass wir. Ja, gut, wir versuchen es. Aber sonst lassen wir die Hände davon, dann macht Bienchen das. Wir machen das. Ne? Ja, du sagst das. Ich habe Angst. Ist das hier so die Höhe? Nun lass doch erst die Dicken nehmen. Ja, du, ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Da wieder was. Oh Mann. Hast man gerade die Kugel in der Hand? Die kann. Wie willst. Weißt du, das finde ich auch. Genau. Eigentlich kommen da solche Haken. Haken und. Hab ich nicht. Oder so Fäden. Nee, die kannst du hochziehen. Aber eigentlich müssen da solche Haken dran sein. Dann kannst du sie so anhaken. Ja, ja.
Hier musst du ja eine halbe Stunde experimentieren, dass das Ding hält. So, jetzt habe ich ihn über den Zweig. Hier, er hält. Eigentlich müsste da Draht drum zu und dann. Sonst haben wir jedes Jahr so ein Päckchen mit solchen Haken. Warte, nein, nicht loslassen. Pass auf. Udo, ich bin ehrlich, ne? Also wäre das jetzt mein Baum und meine Kugeln, so, dann werde ich da ein bisschen rumfüdeln und so. Aber ich habe einfach kalten Atem im Nacken von deiner... Ja, warte, ich gucke eben, ob ich irgendwie noch solche Haken finde. Ja? Ja. Weil ich solche Haken müsste ich an ihn noch haben. Das ist leichter ranzubringen. Ich habe auch Angst, dass die Dinger runterfallen. Naja, das ist ja zum Glück noch nicht passiert. Nee, Gott sei Dank noch nicht. Udo! Ja, komm hier. Udo! Aber ich habe nicht genug. Aber wir machen erstmal die alle dran, die ich jetzt hier habe. Ja. So, der erste sitzt her. Wir machen hier vorne ja mehr, weil hinten siehst du ja nichts. Müssen wir auf Jimmy aufpassen? Nein, Jimmy ist schon groß. So, und wenn du das dranhängst, ja? Mhm. Guck mal, wenn du denkst, der muss da hinten, ja. Dann tust du einfach den, wo du den dranhängst, ein bisschen hoch. Dann kann er nicht runterfallen. Das ist so eine ganz einfache Lösung. Oder was sagst du? Oh, smart. Ne? So, ein tust du noch irgendwie da hinten in der Ecke. Oder mach ich hier. Warte, ich mach den hier. Sieht schön aus mit den Dünnen. So, jetzt kommen diese hier. Du hast recht gehabt, du weißt es schön. So, da hast du ein. Jo. Wollen wir das mit den... Was ist das denn? Postbude. Oder was? Sven, du guckst um die Ecke und sagst dann auch noch... Ich hab nur Beine gesehen, ne? Nicht. Ja, das ist, jemand Fremdes. Das war mir klar, du kennst sowieso hier keinen. Oh, schade. Jetzt muss ich für diese... Wir können erstmal so weit... Wir machen die erstmal dran, die wir haben. Und das andere machen wir dann so dran. Das kriegen wir auch hin. Ja, sonst ein bisschen Tape oder so. Ja, Panzertape, ne? Ich tape euch beiden gleich eine, wisst ihr das? Da fehlt noch viele Sachen. Meine Eltern haben auch so einen persönlichen Kram drin, so was ich früher... Ja, das Persönliche kommt ja noch. Das Highlight ist ja hier. Das ist das Highlight. Todesschön. Was soll das jetzt, Sven? Super, also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, am Weihnachtsbaum die beiden Gesichter und so. Ja, das sagen viele. Oh! Ja, das war deine, ne? Da bist du mit dem Bein dran gewesen! Sonst kannst du ja noch ein bisschen... Keine selbst gemacht haben? Nein. Keine Lust zu schweißen heute, oder was? Nee. Was ist das denn für ein krummes Hörnchen? Udo! Das ist komplett schief, oder? Warte, der ist auch noch zu weich. Ich muss tiefer rein. Dann kriegt er auch hier Stabilität unten. So. Hat bei dem anderen ja auch richtig gut geklappt. Siehst du? Hey Leute, ich drehe hier gleich am Rad. Ich hol jetzt Draht. Hol Draht. Das muss man wieder hier machen. Wenn bei uns Weihnachten ausfällt, wegen dir. Nee. Die Kugel. Mhm. So, komm. Mhm. Schön, ne? Das ist doch nicht so gut. Band. Kein Draht, Udo? Nein, ich habe nur ein Stück Draht gefunden. Ist komisch. Wenn ich was suche, habe ich auch gerade zu Bienchen gesagt, ist alles weg. Weißt du, ist alles weg. Ist komisch. Zwei Tage vorher hast du das noch gesehen und jetzt ist es weg. Vielleicht ist das einfach versaubeutelt. Was für ein Bings? Versaubeutelt. Hä? Kennst du das Wort nicht? Nee. Kennt ihr das Wort? Schreibt es in die Kommis. Vorne richtig vollproppen. Ist ja ganz wichtig. Schimmer deine Base, du alte Trockenpflaume. Ach man, ey. Aber das schönste Highlight habe ich ja noch oben auf dem Dachboden, ne? Was ist das? Mein Grippenspiel. Kommt das auch am Baum ran? Nein. Das ist ein Häuschen, wo Maria und Josef ihr Kind Jesus geboren haben. Ach, von meinen Eltern auch. Das wäre so ein... Nein, ist für Geburt mich... Ja, nee, die kannst... das ist so ein schönes... Das wollte ich dieses Jahr, wenn ich es schaffe noch, ein bisschen erneuern. Das heißt, neues Stroh rein, neue Beleuchtung rein, weil das ist richtig für mich. Weihnachten ist für mich wie so ein Familienfest, muss ich echt sagen. Eigentlich sollte Weihnachten jeden Tag sein. Vielleicht sind dann auch mal alle lieb zueinander, weißt du? Dann hört das endlich auf, das Gehetze und Getue und Gemache und... Aber ist das nicht dann nichts Besonderes mehr? Nein, es ist nichts Besonderes mehr, aber dann wäre die Welt halt vielleicht ein bisschen... Weißt du, dass die für Frieden auf der Welt haben? Ja, ich glaube, dann brauchen die Leute einfach noch ein bisschen mehr... Was müssen die mehr? Verstand haben. Nee, nicht Verstand. Es müssen die, dass sie die Weltherrschaft haben. Und ohne die läuft das nicht mehr.
Die müssen Verstand kriegen, wir nicht. Wir brauchen das nicht. Wir labern auch wieder Scheiße, ne? Das richtige Stammtischgeschnacke. Ja. Hast du schon mal, ganz ehrlich, beim Weihnachtsschmücken, ja. Hast du schon mal den Arsch richtig voll gehabt? Wenn du weißt, wie mit, meinst du das? Ja, wir haben das, ich war ja früher, wo ich noch nicht verheiratet war, ja. Hatte ich eine Junggesellenwohnung in Aschendorf. Habe ich Heiligabend den Baum, da hatte den Kollegen dabei. Ja. Und wir haben dann einen kleinen dabei genommen, ne? Glühwein, ne? Ach, Arsch voll gehabt mit. Ja, ach so. Ja, ja. Ich dachte, okay. Du glaubst es nicht. Passiert schneller als man denkt. Das, ja. Wir hatten auch schon einen Tag vor Heiligabend, haben wir Jahresabschluss gemacht von unserer Arbeitskollegen. Hm. Und dann sind wir auf Tour gegangen. Und mein Kollege, der wohnt im Rheinland, der ist ein bisschen. Der hat bei mir übernachtet, weil wir guten Arsch voll hatten. So, und dann ging das Telefon bei mir, da war seine Frau dran, da hatte er noch nicht mal einen Weihnachtsbaum. Und es war Mittag. Da sagt er, oh, ich muss los, ich muss dann einen Weihnachtsbaum besorgen. Das war, also weißt du, das sind dann die uralten Geschichten, ne? Wie alt warst du da? Wie alt war ich da? 20, 22. Hast du ein Foto hier irgendwo, wo du 20 warst? Nee. Das würde ich auch nicht zeigen. Ich kann mich wirklich an früher noch erinnern, wie wir Kinder, klein, 9, 10 waren. Da haben wir Weihnachten auch ja noch richtig genossen. Da war ich so nervös immer, ne? Hm. Und wir waren ja in der Hinsicht eine Großfamilie. Wir waren ja 7 Kinder. 7? 7, ja. Heureka. Ja, aber war schön. Und alle konnten an den Abend, bei uns gab es ja immer Kartoffelsalat mit Würstchen. Macht ihr das immer noch? Nein, wir sind jetzt so weit, dass wir immer reihe umgehen. Und bei dir? Ganz entspannt, also Heiligabend immer mit der Family. Ja. Also immer Mutti und Fadi und Kenny. Und dann gibt's Essen, bisschen schnacken. Spielen dann nochmal so ein bisschen was zusammen. Rommi oder... Mensch, ärgere dich nicht. Nee. Das macht so viel Spaß. Wir sind eine Rommi-Familie. Weißt du, was wir vor ein paar Jahren noch gespielt haben? Das haben wir aber rausgenommen, weil ich nie gewonnen hatte. Auf dem Fernseher haben wir dann Bowling gespielt. Und wer dann gewonnen hatte, weißt du wohl, mit Nintendo, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wer Wii, dann, ja. Und dann, wer gewonnen hatte, durfte ein Geschenk auspacken. Das ging dann über mehrere Stunden. Und ich konnte meine Geschenke immer alle zusammen auspacken, weil ich immer der Letzte war. Ach, Bro. Das war so lustig. Wann haben die gelacht hier, die Kinder? Also wirklich, war richtig schön. Meinst du, Sabine, gefällt das, was wir hier machen? Ja, ich schätze aber, wir werden das noch ein bisschen... Das, was wir machen, ist schon in Ordnung. Glaube ich, würde ich hoffen. Aber da wird noch ein bisschen andere Sachen drüber gemacht. Ne? Das heißt, so ein bisschen Schnee. Macht ihr noch Farbe oder irgendwie sowas? Nein. Oder bleibt das? Ja, kommt Pink drüber. Pink? Ja. Du hast auch eine Waffe, hast du, da ist doch Farbe drin. Was willst du denn noch Farbe drüber? Soll ich jetzt eine Malerfirma bestellen und Farbe drüber machen? Ich dachte irgendwie so ein bisschen weiß-rot oder... Nee, wir machen immer eintönig. Hast du überhaupt zu Hause einen Weihnachtsbaum stehen? Ja, so ein Lütschen, ne? Ja, so ein... Da weiß ich nicht, 1,20 Meter oder sowas? Ja, auf dem Tisch stehen. Nee, da steht schon auf dem Boden. Achso. Ich hab ja bei mir jetzt nichts, was da irgendwie gegenrennt oder so. Wir sind ja jedes Jahr als Kind in meiner Opa... Pass auf, ich hatte einen Opa, der hieß Opa Püllepat und der andere hieß als Kinder, ne? Weißt du, 9, 8, 9 haben wir das immer gesagt. Und der andere hieß Opa Hundstedt. Der wohnte in Völner Königsfehn und das heißt ja auch, Hundstedt heißt das ja. Mhm. Und da sind wir wirklich, Papa und ich, immer mit Moped hingefahren. Und dann hatte der wirklich auch, der hatte so einen kleinen Ecktisch und hatte so einen kleinen Weihnachtsbaum hoch. So vom Tisch aus, so einen kleinen. So mit bunten Lämpchen und so. Mhm. Den habe ich wohl 15, 16 Jahre hintereinander gesehen, bis er dann gestorben ist. So, ja, wir reden immer über uns. Wie hat Sven das dann eigentlich, unser Kameramann? Sven, hast du einen Weihnachtsbaum? Nee. Machst du einen Weihnachtsbaum? Willst du, was ich Weihnachten mache? Ja, schneiden, arbeiten. Richtig. Also für dich zählt kein Weihnachten so? Nein. Bist du keine Weihnachtsmaus, oder? Ich habe nichts mit Weihnachten am Hut. Warum nicht? Wenn ich dir jetzt erzähle, dann spende ich das Video. Ach so, ja gut. Aber ich glaube, da sind viele Leute, die heutzutage nicht mehr viel mit Weihnachten am Hut haben. Sagen wir mal so, ich hatte nie... was mit Weihnachten am Hut. Okay. Vielleicht wenn ich bis ich 6 oder 7 war, danach gar nicht mehr. Achso. Das Schönste war ja, was ich immer jedes Jahr liebe und das darfst du auch ruhig aufnehmen. Weißt du, wen ich bewundere? Der macht das ja, ich weiß gar nicht wie viele Jahre. Und zwar für Obdachlose, Frank Zander.
Ja, stimmt, der macht immer das Weihnachtsessen. Ne? Der macht immer das große Weihnachtsessen. Ich finde das also atemberaubend, wie viele Leute da sind. Ne? Wie lange er das schon macht. Ne? Kommen auch mal so ein paar hundert. Ne? Das ist ja ein paar tausend. Das waren, glaube ich, letztes Jahr über 1000 Leute, die da zum Essen eingeladen waren. Und da kommen ja ganz viele Künstler und die bedienen da ja. Ne? Ja. Willst du auch mal was machen? Du, wir haben es auch ja gemacht, das weißt du ja. Nicht das Essen, sondern Kindergeschenk und das. Ja. Ist leider traurig geworden, dass einige Leute das ausnutzen. Ne? Ja, du hast die Idioten, hast sie überall. Ne? Du hast da Leute, Scheiße. Die kommen mit dem Mercedes vorgefahren und holen sich die tollen Geschenke da weg. Ne? Ja klar, gewissen lassen sie zu Hause, beziehungsweise haben sie erst gar nicht. Ach, solche Spacken, weißt du, die kannst du echt einfach. Ja. Brauchst dich gar nicht drauf aufregen. Nee, aber ich habe mich da, wir haben das ja jetzt 4 Jahre gemacht, ich habe mich da richtig tierisch drüber aufgeregt. Muss ich dir echt sagen, ich habe mich da tierisch drüber aufgeregt. Ja, ist doch verständlich, ne? Aber und dann wird es auch noch frech angemacht, ne? Schönste Moment war für mich, wenn wir unsere interne Weihnachtsfeier haben, wir laden ja immer das Kinderheim ein, das weißt du ja, Sven. Ja. Ne? Und die kriegen ja keine Geschenke, die kriegen Kuvert, eine kleine Spende, dann können sie da im Heim direkt da Sachen kaufen, was sie da brauchen. Ne? Achso, Kuvert. Oder, achso, ein Kuvert. Ach, okay. Mit einer Spende drin, ja. Von Wilko und mir. Und dann können die direkt eben die Sachen kaufen. Die freuen sich jedes Jahr. Das ist immer so schön. Nur Vereinsmitglieder. Ja, Sven, der wurschtelt dann auch noch herum mit seiner Kamera. Nur dieses Jahr nicht. Nur dieses Jahr nicht, weil du bist nicht da, ne? Nö. Wo bist du? Essen. Ach, du bist bei den 2007ers, ne? Jo. Das ist aber ein entspanntes Baumschmücken, oder? Ja, warum wohl? Das kann ich dir so sagen. Das haben Leute auch schon geschrieben, wenn du zu Hause bist und das bist du ja viel ruhiger. Steht hier einer mit 2 Meter? Steht hier einer so ein Walross? Steht hier irgendwo in der Ecke? Nee. So. Das ist aber ganz schön, oder? Ja. Schreibt in die Kommentare. Dann würde der ja schon längst wieder, das ist der Scheiß, das müsste so, das müsste so, das müsste so. Nee, das ist unser Baum. Und wer da draußen auch den nicht leiden mag, dann muss er weggucken. Ich weiß nicht, ich kenne das doch schon seit Jahren. Da kommen dann die Kommentare, was ist das denn für eine So kennt man die Judo, mehr kannst du nicht, du bist zu blöd. Weißt du, was für Leute das sagen? Nee, schenke ich mir. Ja, du brauchst auch nicht mehr zu sagen. Ihr wisst es alle. Die gönnen dir das Schwarze nicht und dein Fingernagel. Wir beiden gönnen uns das, Sven gönnen wir das, alles. Aber die gönnen uns das nicht. So. Wollen wir den Leuten mal keine Plattform geben, ne? Ja, aber wir geben sie ja eine Plattform, weil da sind ja 99,9% unsere treuen Zuschauer sind ja so. Und das ist das Schönste. Und mir gerät ja ein Arsch vorbei. Ich wiederhole zwar immer so, aber mir macht es ja doch auch noch Spaß, solche Kommentare zu lesen. Weil ich merke dann, aha, alles klar. So. Diese Mann, was soll der, ey? Oh, sorry. Dieses Gewusel. Kennst du dieses Ja, ich kenne das. So, und jetzt müssen wir das mal ganz kurz highlightmäßig Revue passieren lassen. Nee, warte, ich muss da jetzt hin. Lieber Wilke, wenn du diese Kugel siehst, das ist mein Herzblatt. Echt? Kommt das Letzte dran. Mein Herzblatt sitzt natürlich in der Küche, das ist mein Herzblatt. Du bist ein Kollege von mir und wir haben uns die letzten 5 Jahre so oft gestritten, aber es hat auch Spaß gemacht. Ne? Und darum kommst du mit allen Ehren an den Baum. Da hängst du gut. Machen wir dann nach dem Video wieder ab, ne? So, jetzt will ich das aber ein bisschen highlightmäßig zeigen, Sven. Und das ist der Abschluss. So, bitte. Schön. Schön, ne? Oh, schön. Schatzi, kommst du einmal bitte zur Türrahmen und guckst dir das an? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, aber bitte keine Kommentare. Du kannst dir das angucken, machst einen Daumen nach oben oder lässt einen Daumen nach unten, so wie der Zuschauer das machen muss. Ich sehe schon, die Leute mit der Bratpfanne durch die Gegend mit der Bratpfanne. Du darfst ruhig was sagen. Ich sag einfach, okay, mein Schatz, das hast du gut gemacht. Ja, die Kugel von mit Wilke, die ist da dran gekommen, weil du weißt ja, mein Herzblatt muss da mit dran. Du bist mein größtes Herzblatt, aber mein Herzblatt muss da mit. Sind da zu wenig Kugeln? Nee, eigentlich nicht. Ich finde das gut so, weil zu viel ist auch nicht gut. Ich finde, wir haben das gut gemacht, Udo. Und der sieht sehr schön aus. Danke, René. Danke für deine Hilfe. Bitte jetzt kann gerne. Weihnachten beginnen. Für uns. Genau. Und wir können den wirklich bis zum
6. Dezember, 6. Januar hier stehen lassen, weil das ist das Schönste. Der nagelt jetzt nicht, ja, wir lassen ihn mal Heilige Drei Könige, wenn die kommen, dann wird er abgebaut. Und wir lassen ihn jetzt immer so lange stehen, aber letztes Mal mussten wir ihn leider schon, kurz nach Weihnachten mussten wir ihn raus, weil wir gar keinen Grün mehr dran hatten. Es ist so, der Kamel, der nimmt die Sauerstoff, und der Baum geht so kaputt. Ich habe meinen erst im März abgemacht dieses Jahr. So Leute, das war... Das war Baumschmücken mit... René. Und Udo. Ich hoffe, euch gefällt das so ein bisschen. Und vor allen Dingen, liebe Zuschauer da draußen, an jede Familie, die uns schon seit Jahren begleitet, wünsche ich wirklich jetzt, habt Spaß beim Baumschmücken, nehmt eure Kinder da mit rein. Ich habe René zum Beispiel mit reingenommen. Ne, dann lernt ihr kleine Butschi, ja. Ne, und einfach... Lustig sein, einfach Spaß haben. Macht euch eine schöne Zeit. Ja. Schön gemütlich, ganz ruhig. Und habt euch alle ein bisschen mehr lieb. Ja. So, und wir, was machen wir jetzt? Wir probieren unser Dessert oder essen unser Dessert, wenn du Hunger hast. Und dann ruhen wir uns kurz aus. Ja, okay. So. Oder wollen wir rauchen? Nee, rauchen möchte ich jetzt nicht, aber die Zuschauer, du musst den Zuschauern noch eins sagen. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst den Daumen nach oben! Genau, lasst den Daumen nach oben, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, wie doll ihr Udo lieb habt. Nee. Und nee, schreibt. Die müssen schon mal andere drin schreiben. Ja. Ach ja, stimmt. Und schreibt dann gerne in den Kommentaren, oder müsst ihr selber wissen, aber wie und wann schmückt ihr euren Weihnachtsbaum? Genau. Das wäre mal geil. Ich möchte das mal gerne sehen und hören. Wenn einer oder andere mal ein Bildchen reinsetzt, wäre noch schöner, geht ja nicht, ja okay. Aber ne, wir wollen das mal sehen. Genau. So, jetzt macht die Kamera aus. Alles Gute für euch. Ja, und schöne Vorweihnachtszeit. Und vor allen Dingen, ab dieser Woche sind die Weihnachtsmärkte eröffnet. Also, ja, schon länger. Ja, die sind ja schon länger eröffnet, das stimmt, aber ich sag jetzt für mich, auf diese Woche ist das für mich eröffnet. Jetzt kriege ich ein Glühweinchen. Mach mal einen schönen Spaziergang. Glühwein trinke ich ja nicht. Nee, aber weißer Glühwein, das ist ganz gut. Weißen Hugo trinke ich gerne. Weißer Hugo? Ja. Tschüss. Okay, tschüss Leute, bis bald. Du hättest dich schon auswählen, wir reden ja nochmal. Nein, ich trinke. Halt die Kamera ja, ich tue ja, ich trinke ja kein Glühwein, weil ich da Sodbrennen von kriege. Mhm. Ich tue immer Hugo. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war wirklich toll. Echt toll? Mhm. Hat's dir gefallen? Ja klar, ich habe es zweimal gesehen. Nein. Ja doch, klar. Aber du wirst trotzdem den Messerset nicht gewinnen. Obwohl da zwei Sets sind? Ja. Aber jetzt zum anderen, jetzt musst du erstmal sagen, wie die Zuschauer das bekommen können. Genau, ihr könnt jeweils ein Messerset gewinnen, indem ihr den Beitrag liked, den Kanal abonniert und verratet uns in den Kommentaren, was ihr Udo zu Weihnachten schenken würdet, wenn er bei euch mit am Weihnachtsbaum sitzt. Was würde ich denn von dir kriegen? Von mir? Ja. Evil Carnival Figur. Aus Holz. Komm, tschüss. Tschüss. Ich hab mir gedacht, dass du das machst.